Werdet 6-1. Die fehlende Sternmünze werde ich dann, wie immer, beim, ja, ein Video nach dem Boss des Schlosses machen. Und dann werde ich einfach vorher offscreen schon mal den Schalter umschalten und dann geht das schon. Für die Leute, die es nicht wissen, in Welt 2, nein, in Welt 3, Entschuldigung, nee, da oben gibt es Münzen. In Welt 3 gibt es einen Schalter, der diese roten Blöcke an- und ausschalten kann. Und da die mir jetzt den Weg versperren, ja, werde ich sie ausschalten müssen. Okay, schauen wir mal, was uns hier erwartet. Höhlen Teil 2. Ah, die Spinies, die an der Decke laufen können. Das sind aber nicht die, die runterfallen, oder? Nee, anscheinend nicht gut. Das wäre ungünstig gewesen. Sieht übrigens aus, als ob die einen Stahlhelm auf dem Kopf haben. Lustig. Was zur Hölle, wie soll ich denn da unten rankommen? I don't know. So, du stirbst mal. Vielleicht gibt es ja hier irgendwo... kommt man hier irgendwo rein? Na, sieht schlecht aus. Wenn man das hier kaputt macht, dann kommt man nicht mehr hoch. Das ist schon mal schlecht. Schauen wir mal, ob hier oben irgendwas ist. Der feuert ja zweimal. Nein. Gut. Dann mache ich das einfach mal kaputt. Nein, hier gibt es nichts. Okay. Okay. Die sind das. Die fallen einfach so runter. Die sind so bösartig und gemein. Jetzt hätte ich aber ganz gerne noch... okay, da unten... Was zur Hölle? Wie soll ich da rankommen? Da ist ein Sprung? Ein Sprungbrett? Vielleicht von links? Hier... Wuhu! Okay, ich hab's rausgefunden. Sehr schön. Ein Notenblock. Notenblock! Das reicht doch lange nicht. Moment. Ups. Gut, so geht's schon mal nicht. Wie machen wir das? Hey, warum kann ich da keinen Walljump machen? Warum? Okay, geht doch. Oh, das wird knapp. Ups, ups, ups. Und draußen. Sehr schön. Gut, wow, das war knapp. Das war noch viel knapper. Und Fledermäuse. Die ich früher übrigens immer für Kanarienvögel gehalten habe. Aber ganz ehrlich, in den alten Mario-Teilen, die sahen einfach aus wie Kanarienvögel. Nicht wie Fledermäuse. War das gut? Naja, wir gehen mal hier runter. Nein! Okay. Ich entdecke hier Geheimnisse über Geheimnisse. Was gibt's denn hier Schönes? Ein Pinguinanzug. Cool. Ah, danke sehr. Genau das, was der Doktor verordnet hat. Sehr schön. Warum? Deshalb. Wuhu. Sehr schön. Hey, die Welt gefällt mir. Sehr, sehr nett. Na, geht weg. Bleibst eingefroren, bitte. Okay, so, die Gegner möchte ich mal nicht töten. Das sieht mir wieder so aus, als ob ich da was bekommen kann. Will ich da hoch? Will ich da nicht hoch? Wie komme ich da hin? Wie zur Hölle? Komme ich da nach oben? Da hat sich gerade irgendwie einer selbst entschärft. Sehr schön. Nee. So geht's irgendwie nicht. Na gut, wer weiß. Der Pfeil zeigt nach oben. Wir gehen nach oben. Irgendwo... Oh, Mittelpunkt? Wahnsinn. Das hat ja ewig gedauert. Hier irgendwo muss ja noch eine dritte Sternmünze sein. Okay, vielleicht da. Wenn da mal die Gummas mal aufhören würden, da rauszukommen. Na, nee. Ich will meinen Anzug nicht verlieren, nach Möglichkeit. Der ist so süß und da kann man so tolle Sachen mit machen. Kommt denn hier irgendwo rein? Mario, lauf schneller.
Autsch. Na, ich glaube nicht, dass man da irgendwo reinkommt. Hm. Wieso sollte man hier nach unten? Wow. Oh, oh, raus hier! Cheep Cheeps auf Kollisionskurs. Hey, cool. Soll ich da hochkommen? Nein! Ah, okay, so hätte es geklappt, aber... Hat es leider doch nicht. So, ihr... Was sind das eigentlich? Das sind ja keine Spinies direkt, sondern das sind irgendwelche kranken Mutationen von Spinies. Oh, ups. Hey, ein Leben, cool. Ah. Die einen Stahlhelm auf dem Kopf haben. Hm. Hm, da unten sind noch Fische, die mich umbringen wollen. Nee, wir gehen weiter. Auch wenn das jetzt wahrscheinlich das Ende sein sollte. Jo. Oh, wo? Was? Scrolling? Nein! Ich will nicht sterben. Verdammt. Oh. Oh, ja, genau. Klar, Scrolling ist nicht schwer genug. Man muss noch schlimme Gegner einbauen. Da ist eine Sternenmünze. Die ist aber toll versteckt. Jetzt nur noch überleben. Da ist das Ziel. Nicht in den letzten Koopa reinspringen. Puh. Geschafft. Wow, Wahnsinn. Ein Scrolling-Part am Ende. Nicht schlecht. Aber auch nicht gut. Ziemlich schwierig sogar. Und wir haben alle Münzen. Wahnsinn. Hey, und die Maulwurf-Welt. Holy moly. Aber das ist Welt 6 Nummer 4. Mm-mm. Wir machen zuerst 6-3. So, das geht ja gut los. Hm. Wenn man hier mit einer Feuerblume startet, könnte man die Piranha-Pflanze töten. Und vielleicht in dieses Rohr. Wer weiß. Ah ja, schön. Das Level hatte mir sehr gefallen. In der alten Version, in der normalen. Mal gucken, wie die modifizierte Variante das schafft. Aber ich muss sagen, es sind etwas viele beißende Pflanzen hier. Und es ist sehr verwirrend. Sieht sehr labyrinthartig aus. Hey, die Dinger hier gab es erst ziemlich spät. Da sind Gumbas drin. Die ab und an rausgucken. Okay. Danke, sehr nett. Schauen wir mal nach oben. Ah. Hm. Gut. Das hätte ich noch brauchen können. Naja, ja. Ich muss runter. Ah. Nein! Na. Okay. Kein Problem. Jetzt habe ich ja den Powerblock nochmal. Das ist vielleicht sogar besser so. Yay. Und ab in die Röhre. Ha, da schaust du in die Röhre. Na, diesmal möchte ich mich aber bitte nicht gleich vom ersten Gegner umbringen lassen. Na komm, fall runter. Danke. Ah, stimmt ja, die brauchen ja mehrere. Mehrere Hiebe, quasi. Hey, da könnte ein Leben drin sein. Und ich habe Leben wirklich nötig. Yay. Juhu. Sehr gut. Nur noch 32. Wenn ich da nur daran denke, wie viele ich in der normalen Version hatte. Ich kann mich irgendwie nur an viele neuen erinnern. Und nicht an mehr. Naja, gut, da sind nur ein paar Münzen drin. Zack, zack. So, und den Powerblock nehme ich mit. Nicht an den Gumba stoßen. Na. Zack. Ah, super. Zwei hat es nicht entschärft. Hm, gut. Was soll's. Ich will rein. Manchmal muss man sich eben anstrengen, wenn man irgendwo rein will, nicht wahr?
So ist das. Vielleicht gibt es ja jetzt auch noch ein kleines Upgrade. Nein. Das Spiel sagt nein. Du bekommst es nicht. Kein Upgrade für dich, Mario. So, jetzt bloß nicht zu schnell. Wie die gucken. Putzig. Sehr schön. Vor allem der Große. Ja, stimmt. Die Kleinen gucken gar nicht so sehr nach. Aber der Große ist toll. Wow. Das war knapp. Ich hätte gedacht, ich wäre getroffen worden. Na gut. So, wow. Warum kommt genau aus... Ne, aus zwei Röhren kommt nichts. Aus der hier und aus der gelben. Puh, keine Ahnung warum. Wer weiß, vielleicht ist das ja noch wichtig. Aber ich gehe erstmal weiter. Nein, das ist auch cool. Schön. Gute Idee. Okay, ich war eine Millisekunde lang klein. Boah. Die Millisekunde war echt ätzend. Und irgendwie haben sich die Piranha-Pflanzen in Luft aufgelöst. Es ist Wahnsinn, was Mario so machen kann, indem er einfach einen Bildschirm weitergeht. Da steht er Mega Man im Nichts nach. Da bin ich auch bei schweren Gegnern immer ein Stück zurückgegangen und dann waren sie verschwunden. Ach, du meine Güte. Huch. Durchfallen? Nein, ich will keinen Durchfall. Ich will hier keinen Durchfall im Video produzieren. Nein, nein, nein. Komm schon, geht so. Ja, 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 ja. Sehr gut. Okay, weil... warum ist der eine so aus dem Rhythmus? Okay, und der letzte... Kann ich dich umbringen? Nö, ich kann dich nur ein bisschen streicheln quasi. Okay. Du willst nicht umgebracht werden. Kann ich verstehen. Okay, jetzt bloß nicht von den Dingern umbringen lassen. Na komm schon, fight ab! Na... Ja, super. Oh, cool. Ah, okay, das ist schon mal die dritte. Also fehlt mir eine. Hey, du hast den Goomba umgebracht. Schämst du dich nicht? Mein Held, die rausgucken, sehr cool. Ja, eine Mütze fehlt halt. Naja, was soll's. Gibt Schlimmeres. Ja, war nicht schlecht. Obwohl mich hier das bisschen mit dem Wasser hoch und runter machen gefehlt hat. Ja. Super. Toll. Yay. Ich krieg 100 Punkte. Woo! Awesome. Very, very awesome.